Und damit recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Resident Evil 7. In der letzten Folge sind wir dem Horrorkeller, haben wir den Horrorkeller erreicht, sind ein bisschen durchspaziert und ich glaube, wir hatten sogar letzte Folge auch die wütende Mutter gehabt. Ja. Jetzt hat der Vater den zweiten Hundekopf, den wir brauchen und ich gehe mal stark davon aus, er wird hier drinne sein. Boah, ist das ekelhafte. So, flüssige Chemikalie. Yes, dann kann ich mir doch bestimmt... Nein, ich hätte mir das gleich... Ach ne, hätte ich gar nicht. Alles gut, ich habe nichts gesagt. So. Dann verwenden wir aber einmal die normale, die normale Medizin schon einmal. Hier liegt ein Schwein, hat auch schöne... Nein! Schön viele Maden drin und ich habe Steuerung gedrückt, um mich zu ducken. Ach, dieses Spiel hasst mich doch, eh die Peste. Gut, können wir schubsen und treten, was weiß ich. Sonst noch irgendwas? Schießpulver, damit können wir uns jetzt hier, hoffe ich. Wir können uns keine Munition herstellen mit Schießpulver, toll. Weil uns noch fehlt eins flüssige Chemikalie. Ich wechsle aber schon mal auf die starke Munition, die wir uns letzte Folge auch erstellt haben. Und wir haben seit letzter Folge übrigens auch hier die Pumpgun. Ja. Da ist der Vater, ich habe schon gehört hinter uns. Guten Tag. Das wird wohl jetzt ein Bosskampf werden. Ja, klar. Pack halt das Messer aus, ey. Was? Groovy. Das ist nicht Groovy. Wow. Der Vater. Oh wei, ist ja bitte irgendwo Munition. Was? Vater, lass mich raus. Lass mich, nein, ich bin tot, oder? Ah. Oh yeah, Baby. Yeah!
ins Gesicht, du Mann. Los jetzt. Ja. Los, friss du, Behinderter. Richtig, mein Freund, du stirbst jetzt. Nee. Nee, das ist nicht wahr. Kaputt. Er liegt immer noch tot da, ey. Alter, erstmal looten. Ich will gucken, ob ich hier irgendwo Medikits oder irgendwie sowas finde. Huh. Aber schön, dass wir den Vaterbosskampf eigentlich fast... Haben wir den beim ersten Mal? Naja, nicht wirklich. Aber dass wir für den jetzt nicht allzu lange gebraucht haben, meine ich. Haben wir jetzt die zweite Statue? Jo, haben wir. Ich will nochmal kurz hier reingucken. Die Deputy hängt noch da, aber hier oben war nicht mehr, ne? Nee. Der Vater liegt hier unten, hoffe ich jetzt erstmal noch irgendwo. Jo, Vater ist noch da. Hier ist nichts mehr. Ich habe halt wirklich so keine Munition mehr. Und ich kann noch keine herstellen, ey. Ah. So. Also entweder wir stoßen jetzt gleich auf ein fettes Munitionslager oder ich habe ein dickes, fettes Problem. Wo muss ich lang? Hier, ne? Leichenhalle. Genau, das war die Leichenhalle. Zerlegungsraum. Was war unsere Aufgabe? Die 300 Köpfe finden. Nummer 2 haben wir jetzt auch. Ist der Generatorraum? Ist das Badezimmer? Wahrscheinlich eher Waschraum war das, ja. Mein Gott! Waschraum sein. Das ist die Werkstatt. Die ist aber von der anderen Seite verschlossen. Das war der Raum hier. War ja sonst noch irgendwas? Bitte sag mir, dass irgendwo noch Schießpulver oder sowas war. Nein, war es nicht. Gut. Wir haben auch keine Arznei mehr, also sind wir total aufgeschmissen, rein theoretisch. Alter! Wer singt denn da das Titellied?
Wer schiebt denn hier immer die Kack... Die scheiß Oma hin und her, ey? Auf die kann ich leider nicht zielen. Wenn die jetzt weg ist, wenn ich wieder rumkomme. Ja. Okay, irgendwas ruckelt ja gerade. Da ist Nummer 3. Jetzt fällt uns nur noch ein Hundekopf rein, theoretisch. Shoot me, shoot me. Ja, ne, ich schieß dann nicht auf dich, bin ich behindert. So, das hier ist der Schlüssel. Hier haben wir die Vorratskammer. Das ist der Waschraum, das ist ein Speicherraum. Also jetzt rechts raus und dann kommen wir gerade durch. Yes. Erstmal speichern. Sehr schön. So. Das Band rüber. Das verfluchte Pendel, weiß ich nicht. Aber erstmal wenigstens bitte Platz schaffen. So. Die Miefen furchtbar. Ja, fein, fein, fein. So. Alle 3 Hundeköpfe finden. Muss man mal gucken. Aber jetzt nach dem Bosskampf erstmal kleine Pause. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche euch dann noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao. Und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Resident Evil 7. Und wir brauchen nicht nur Munition, sondern auch noch einen weiteren Hundekopf. Und diesen finden wir, denke ich mal, stark bei der Uhr. Denn wir haben hier im Inventar noch das alte Uhrenpendel, auf dem Wohnzimmer steht. Das ist mir anfangs gar nicht aufgefallen. Aber es steht Wohnzimmer drauf. Das heißt, wir müssen zurück ins Wohnzimmer der Bakers. Das heißt, wir können eigentlich gleich hier zur Treppe gehen und dann runter. Irgendwie hängt das Spiel gerade so ein bisschen. Wir sind sogar schon unten. Hier ist das Wohnzimmer. Und hier ist dann sogar auch gleich das alte Uhrenpendel. So. Da haben wir jetzt den letzten Hundekopf. Und dann können wir eigentlich direkt zurück zur Tür. Und ich denke, ich werde das Spiel dann ganz kurz mal neu starten. Ich gehe erstmal schnell speichern, starte das Spiel dann neu. Weil das scheint mir gerade ein bisschen zu stark zu ruckeln. Deswegen, bis gleich. Bin ich wieder. Hab das Spiel mal neu gestartet. Und wir dürften jetzt rein theoretisch den weißen Hundekopf haben. Genau, mit dem begeben wir uns jetzt einmal ganz kurz nach oben. Okay, nee, flüssig läuft das Spiel zurzeit gerade trotzdem immer noch nicht. Also irgendwas ist hier gerade echt am... dabei Probleme zu machen. Aber da muss er rein. So. Errungenschaft freigeschaltet, du kommst hier nicht raus. Das hier ist das, Alter, dieses riesen Gebäude, ey. Zumal das hier hinten ja noch übelst. Alter, es geht ja hinten. Hier ist das alte Haus, Hof, Haupthaus. Alter, ey. Den Hof erkunden. Habe ich noch die komischen Pillen dabei? Nein, habe ich nicht. Hier sind Pillen. Ich weiß nicht, was die Pillen machen.
Nahrungsergänzungsmittelpillen, die sich auf das Nervensystem auswirken, müssen zur Verwendung zu Arsenal verarbeitet werden. Okay, und hier müssen anscheinend irgendwie Chipkarten oder sowas rein. Na, ist ja lecker. Ey, was? Irgendwie hakt das Spiel gerade mir zu stark. Ich starte mal den PC neu, ich bin gleich wieder da. Und damit, da bin ich wieder. Und es läuft schon mal sehr viel schöner. So. Hier steht noch einmal Kraut. Hier sind irgendwelche hässlichen Kackstatuen. Hier ist noch einmal Kraut. Okay, Kraut findet man hier sogar schön viel. Schießpulver. Habe ich schon Chemikalien irgendwie was? Nee, weil ich brauche Pistolenmunition. Und eigentlich nur für die Schrotflinte. Also. Wobei ich glaube, Schrotflintenmunition noch gar nicht frei habe. Nee. So, ist hier sonst noch irgendwo irgendwas? Rasenmäher. Rasenmäher, die Pillen, genau, die hat man ja schon. Hier komme ich nicht durch. Hier hinten ist hier irgendwas, ich glaube es auch nicht. Nochmal Schießpulver, gut, 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 gut. So, wenn wir jetzt hier lang gehen, was haben wir hier? Gut, das hier ist der Punkt, wo wir mit Mia waren. Wo wir vor Margaret weggelaufen sind. Margaret Baker, die Mutter. Genau, Jack Baker war ja der Vater. Der ist jetzt, hoffe ich, tot. Also wirklich endgültig tot. Den haben wir ja halbiert. So, Lampe. Dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch hier der Wohnwagen. Vor dem habe ich jetzt so ein kleines bisschen Angst. So, flüssige Chemikalie, yes. Zack. Munition für die Pistole. Schön. Gut. Das ist eine hässliche Statue. Jetzt ist wieder ein Speicherpunkt. Können wir schnell speichern. Ansonsten haben wir jetzt irgendwas noch, was ich nutzen, wegkauen kann. Eigentlich nicht mehr. Zack, zack, zack. Eine defekte Pistole. Wofür, wenn man. Ich weiß nicht, für was wir die brauchen können. Aber ich packe sie einfach. Ich lasse sie einfach mal mit ein. Steroide dahinter auf maximale Gesundheit. Stabilisiere Nachladegeschwindigkeit. So, was haben wir hier? Eine antike Münze. Führerklack mit hohem. Lol, nein, dafür brauchen wir die scheiß Münzen. Ernsthaft? Für sie ist es zu spät. Für die Kinder wahrscheinlich. Ah, oh, Mann. Wir hätten uns hier. Was ist das ja? Mein Körper fühlt sich immer seltsam an. Auch ich werde bald wie Mom und Dad sein. Es ist alles ihre Schuld. Sollte ich weglaufen? Nein, unmöglich. Wenn sie das merken, wäre es. Wenn sie das merkt, wäre es aus. Die Frau hat, mit der es gekommen ist, mir, sie weiß etwas. Wenn ich das Serum hätte, könnte ich mich heilen. Ich muss mir herausfinden. Gut. Ah, jetzt kannst du halt Sachen kaufen, ne? Stabilisator. Das Band habe ich jetzt gar nicht dabei. Das ist noch hier. Vielleicht gehört er so. Gut, ich hätte jetzt nicht vorgehabt, den mitzunehmen. Dann holen wir uns mal kurz noch das Band mit mir. Aber wo ich ja echt davon überzeugt war, dass wir das schon gemacht haben. Und ich nicht ganz verstehe, warum das jetzt noch da ist. Ethan, please watch this old house, Mia Winters. Ja, aber das kennen wir doch schon, das Band. Do not copy, do not copy. Ja, das. Ethan,
Ja. Alles gut. Ich kenne das Video schon. Das brauchen wir uns hier nochmal angucken. Ansonsten, ja, hier brauchen wir 9 Münzen. Ich hätte jetzt locker 9 gehabt. Aber nein, ich habe sie halt alle weggeschmissen. Oh, es ist ätzend. Telefon. Keiner dran. Speicheroption. Shitfuß. Es hat der Fernsehapparat, das Video kennen wir eben schon. So. Das ist die Magnum gewesen. Ein Foto. Aber ansonsten. Ja, nee. Ah, Mia, Zoe, ey. Geschafft hat. Also, was soll ich für dich machen? Hilft mir das, hier rauszukommen? Ja, hör mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay, und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich Mia helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst es nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. Na, sehr schön. Alte Haus nach dem Serum durchsuchen. Oh, altes Haus ist. Oh, das ist wieder die Scheiße da oben, wo wir vor uns schon waren mit Mia, ey. Ich werde nochmal zwischenspeichern und dann denke ich, können wir uns ja schon mal so langsam auf den Weg machen. 2 Schuss auf. Alter, die Sounds sind aber auch immer wahnsinnig, ey. Wenn die Türen jetzt zugehen, bin ich am Arsch. Weil ich hier garantiert. Okay, doch, ich komme noch weg. Alter, warum mache ich das? In dem einen waren echt Nomaden oder Würmer drin, willst du mich verarschen? Alter, was für scheiß Sounds kommen aus der Hütte? Boah, da. Ich glaube, vor der Mutter habe ich am meisten Angst. Alter. Errungenschaft freigeschaltet. Besser als nichts. Was zum Fuck? Und das Tor ist hinten zu.
Und ich wette mit euch, es geht auch nicht mehr auf. Oh, lol. Das ist jetzt sowas, mit dem ich halt überhaupt nicht gerechnet hätte, aber es geht halt echt wieder auf. Gut. Alter, was zum Fuck? Will nicht in diesem scheiß alten Haus sein, ey. Aber gut, was soll's. Schieß upstairs, don't go up, das down durchgestrichen. Was zum Fuck? Was? Sieht da wieder ein Plan für einen Flammenwerfer aus? Nervengiftgranaten? Psychotikum, dafür brauche ich starke Medizin. Ja, schöne Kacke, ey. Alter, hier komme ich doch nicht durch, ohne zu sterben. Ich hab gelbe, na, grüne Gesundheit, okay. Festbrennstoff. Jetzt habe ich eigentlich die DVD mit diesem Ding mitgenommen. Oh, toll. Da renne ich jetzt einfach nochmal zurück. Und leg die DVD weg, die Kassette. So. Ich leg dich auch mal mit zurück. So, schnell zwischenspeichern. Dass wir auch hier waren. Da drin lagen nämlich Festbrennstoffzellen. Ich weiß nicht, wie viel direkt nehme. Ich gehe mal davon aus, nur einen Platz. Aber die brauchen wir auf jeden Fall. Ein flammbarer Feststoff, der heftig brennt, wenn er entzündet wird, kann alleine nicht verwendet werden. Okay, dafür brauchen wir halt anscheinend echt noch den Flammenwerfer oder sowas. Nein.
Alter. Hier komme ich doch niemals durch. Wie soll ich denn da hochkommen, wenn ich den scheiß Flammenwerfer noch nicht habe? Sieht wie ein Plan für eine Art Flammenwerfer aus. Hier ist ein Bild. 8. Februar 1802. Oh Gott. So, was ist das jetzt hier? Flammgranaten. Munition für den Granatenwerfer. Setzt beim Aufprall einen weiten Bereich in Flammen und für Granatenwerfer. Okay, aber ich will halt diesen. Ich will doch bloß diesen verfluchten Flammenwerfer, weil ich glaube, damit kann ich die Kackviecher. Ich habe keine flüssigen Chemikalien, ey. Come on, Alter, ernsthaft? Mal ein paar Feststoffbrenze, ja, Festbrennstoffzellen. Ich gehe halt sofort da rein und bin halt tot, weißt du? Da kann ich nichts gegen machen. Flintenmunition, schön, dass ich nochmal 4 Stück habe. Ich kann ja erstmal versuchen weiterzugehen. Karte vom alten Haus. So, Alter, wie hoch, wie groß? Galerie, Salon, Esszimmer, Wohnzimmer, Eingang. Kinderzimmer, kontaminierter Raum. Zimmer für Hausarrest, ja lol, war ja nie. Oh. Jetzt bräuchte ich die Spinne wieder, aber die Spinne ist ja leider nicht. Ey, so viel Flintenmunition, ich jetzt sicher schon wieder finde, ist es doch nicht mehr feierlich. Gibt es etwas, das ich ablegen kann? Eigentlich nicht. Pillen, yo, komm, hau einfach die scheiß Pillen weg, ey. Denn ich brauche Munition, eigentlich auch Munition. So. Hier habe ich 23 Schuss, dann habe ich noch 11 Schuss hier drin. Yes, der Flammenwerfer, da ist er. Okay, für den... Toll. Da habe ich die Kleider verwendet, so eine Kacke. Ich kann ja nicht weghauen. Die
Defekte Pistole, kann ich die wenigstens löschen? Natürlich nicht. Kann ich irgendetwas kombinieren? Natürlich nicht. Oh. Kraut ist, denke ich... Ach, scheiße. Ich weiß nicht, was ich hau Kraut weg, los. So. Das da hoch, das da hoch. Als ob ich dafür echt nur einen... Oh, Mann. Kann ich den bitte da oben hinlegen? Ich brauche keine Munition. So, machen wir die... So, 1, 2, 3, 4. Okay, was? Wieso kann ich den jetzt nicht nutzen? Kann ich die... Na, oh, mein Gott. Kombinieren mit dem... Flüssige Chemikalie. Oh Gott. Wirklich jetzt? Garantiert ist das doch hier eine Falle. Nee, ich kann speichern. Oh, endlich. Yes, ich habe viel mehr Platz. Endlich, Backpacker. Neue Errungenschaft. So. Ja, da hätte ich das ja auch jetzt gar nicht wegschmeißen müssen. Mein Gott. Schon was für eine Kacke, ey. Aber okay, gut, wir haben gespeichert. Das ist schon mal okay. Piss dich, du Kackvieh. Das wär's jetzt ja gewesen. Drehst du dich rum, steht die scheiß Mutter hinter dir, ey. Oh. Seht ihr da hinten? Nee. Scheint mir nicht so, oder? Wasserspeicher, what the fuck? Aber dann gehe ich aber erstmal in den Safe Room. Speicher ab und dann bedanke ich mich fürs Zusehen zur heutigen Folge von Resident Evil 7. Habt einen wunderschönen Tag und bis später. Ciao. Go till and roadie. Go till and roadie. Go till and roadie. The everybody. I was raised in a deep, dark hole. A prisoner with no parole. They locked me up and took my soul. She knew what they made.
His arms that stretch, but when she's done.